Alexander Stevanovic, Mittelfeld Nummer 6. Ja, Alex, herzlich willkommen bei der SV Elversberg. Herzlich willkommen in deiner neuen Heimatstätte, der Ursafarm Arena. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Also ich spiele endlich wieder Fußball, darf auf dem Platz stehen und habe meine Familie auch bei mir zurzeit. Und ja, das macht mich ziemlich glücklich. Wie verliefen denn die ersten Trainingseinheiten für dich? Seit einer Woche bist du jetzt dabei. Wie sind deine bisherigen Eindrücke? Sehr gut. Also ich habe ein sehr gutes Bild von der Mannschaft, auch vom Trainer natürlich. Die Bedingungen sind für die vierte Liga top und da kann ich mich nicht beschweren. Wie ist genau deine Verbindung zu Elversberg entstanden, dass du letztendlich hier gelandet bist, von Rostock aus? Marco Kofler und Julius Persdaler haben mit mir zusammen in Hansa Rostock gespielt und natürlich habe ich auch deren Werdegang weiter verfolgt und ab und zu mal nach Elversberg geguckt, was die beiden Jungs machen und habe natürlich auch mitbekommen, was hier in den letzten 2-3 Jahren passiert ist. Ja, schade um den Verein, schade um die Mannschaft, den Trainer, dass sie es nicht gepackt haben, die Saison bzw. den Aufstieg in die dritte Liga. Und ja, ich freue mich wirklich riesig, dass ich hier ein Angebot bekommen habe, natürlich von Seite des Vereins wie auch von Seite des Trainers. Und ja, mal gucken, was die Saison so geht. Deine letzte Station war in Rostock. Kannst du noch mal so kurz deinen Werdegang beschreiben, wie die letzten Jahre für dich verlaufen sind? Die letzten Jahre waren ziemlich schwierig für mich. Ich habe Fuß gefasst im Fußball bei Werder Bremen damals vor circa 6 Jahren. Da war ich 18 oder 19, habe einen Profivertrag bei SV Werder Bremen bekommen, habe dort auch 5 Bundesliga-Spiele gemacht. Ist jetzt nicht viel, aber das ergibt sich durch meine vielen zahlreichen Verletzungen, die ich bis jetzt hatte. Und ja, deswegen, ich hatte wirklich eine schwierige Zeit, doch jetzt bin ich glücklich, endlich wieder verletzungsfrei zu sein und auf dem Platz zu stehen. Ist die Elversberger Mannschaft damit auch so ein Neuanfang für dich, beziehungsweise die Station Elversberg? Ja, das will ich doch sehr hoffen. Also ich hoffe wirklich, dass ich verletzungsfrei bleibe und dass ich endlich das machen kann, was mir Spaß macht und was ich liebe. Und das ist das Fußballspielen. Du hast gesagt, du hast die Situation der Elversberger in den letzten Jahren auch mitverfolgt, jetzt speziell die letzten 2 Jahre. Welche Vision, welche Ziele hast du speziell mit dem Verein? Für mich und meinen Verletzungen ist es erstmal wichtig, verletzungsfrei zu bleiben. Und ich glaube, wenn ich verletzungsfrei bleibe, dann kann ich dem Verein auch wirklich helfen. Und die Ziele des Vereins sind, glaube ich, klar. Darüber muss ich nicht sprechen. Und wie gesagt, ich hoffe nur, dass ich verletzungsfrei bleibe und dem Verein somit weiterhelfen kann. Wie würdest du dich selbst als Spieler als auch als Mensch beschreiben? Als Spieler? Ja, ich glaube, ich habe eine gute Übersicht auf dem Platz und kann ein bisschen was mit der Kugel anfangen. Und ja, da denke ich, dass ich ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen kann und ein paar Akzente auch nach vorne setzen kann. Und als Mensch, ja, ich bin auch ziemlich ruhig. Bin nicht so der Typ, der viel quatscht, sondern eher so ruhig ist und im Hintergrund sich aufhält. Und ja, das ist alles so. Wir durften ja eben schon die fußballerischen Talente deiner Tochter bewundern. Wie wichtig war das für dich, dass Elversberg auch so ein Familienverein darstellt? Ja, für mich war es sehr wichtig. Ich bin mit meiner Frau seit fast 9 Jahren zusammen, seit der Schulzeit. Und sie ist mit mir bis jetzt überall hingegangen, ob es bei Werder Bremen war oder nach Rostock. Und für mich war es auch wichtig, dass es für sie hier passt. Und ja, wie ich mitbekommen habe, ist sie und die Kleine auch ziemlich glücklich darüber, dass wir jetzt hier sind. Hast du schon einiges im Saarland sehen können in den letzten Wochen? Ich war sehr oft in Saarbrücken unterwegs. Ich finde die Stadt super. Und ja, natürlich auch Frankreich in Groß-Blietersdorf, da wo wir trainieren, habe ich einen Spielplatz entdeckt, der für meine Kleine wirklich perfekt ist. Du hast ja schon einige große Stadien deiner Karriere gesehen. Jetzt hast du hier eben deinen ersten Rundgang gemacht. Wie sind deine ersten Eindrücke? Ich muss echt zugeben, für die vierte Liga überrascht mich dieses Stadion hier wirklich sehr. Also sowas hat man, glaube ich, in dieser Liga selten. Und ja, umso mehr freue ich mich natürlich, hier zu spielen. Dabei wünschen wir dir alles Gute und hoffen nur das Beste für dich. Vielen Dank.